Ich möchte darüber sprechen, wie einfach es ist, sich zu verändern. Es ist nicht frustrierend und auch kein langer Prozess. Das fordert Leute heraus. Sie sagen, naja, aber ich arbeite dran, Bruder. Und 10 Jahre später immer noch das Gleiche. Schau, er arbeitet an mir. 18 Jahre später. Sie haben die Sprache Christnesisch gelernt. Aber sie wurden nicht mehr wie er. Ich sag's ja nur. Naja, es dauert halt etwas, Bruder. Er ist am Wirken. Er meißelt wohl daneben. Du musst dich ihm hingeben und auf ihn ausrichten. Es ist wie in der Ehe. Die Bibel sagt, Männer, liebt eure Frauen. Das steht da. Und weiter heißt es, Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Es ist Wahnsinn, wie das eingebläut und gepredigt wurde und ihr Frauen zu Dienern der Männer wurdet. Das ist einfach verrückt. Es heißt, Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Und das ist das Einzige, was er zur Frau sagt. Und der Rest des Kapitels ist an den Mann. Männer, liebt eure Frauen, pflegt sie, ernährt sie mit dem Wasser und dem Wort und liebt sie so, wie Christus liebt. Das ganze Ding ist für den Mann und wir nehmen das Wort Unterordnung und machen daraus Sklaverei. Schau das Wort Unterordnung mal genau an. Es bedeutet hingeben und an den eigenen Ehemann anpassen, so wie ihr es mit dem Herrn machen würdet. Kennt ihr Frauen das? Ihr lest die Bibel, ihr liebt den Herrn und ihr seht etwas in der Bibel, das zu euch spricht und ihr fühlt euch im Herzen überführt und ihr sagt, oh wow. Und obwohl ihr im Herzen gerade diesen Wunsch habt, ruft euch die Bibel dorthin. Also nehmt ihr Anpassungen vor, betet, weint etwas und fangt an, euch zu positionieren, damit Veränderung stattfinden kann. Ihr bringt euch in die Position, um ihn zu lieben, euch ihm hinzugeben, mehr wie er zu sein, oder? Es ist genauso dasselbe in der Ehe. Ihr heiratet, Vorlieben sind unterschiedlich, manchmal seid ihr nicht in jedem Detail einer Meinung. Warum streitet ihr? Weil ihr nicht auf einem Nenner kommt. Liebe sollte größer sein. Liebe heißt nicht, dass man sich in allem einig ist. Liebe bedeutet, ich liebe dich. Dieses Wort Unterordnung bedeutet also einfach hingeben und sich anpassen. Gebe dich hin und passe dich an deinen eigenen Ehemann an. Und das tun wir auch mit dem Herrn. Wir geben uns hin und passen uns ihm an. Wir sind der Ton, er der Töpfer. Der Ton erschafft aus sich selbst nichts. Der Ton wird immer Ton sein, bis er in die Hände eines Töpfers kommt. Wenn dir solche Sachen gefallen, dann lies mal über Ton und Töpfer, das ist sehr interessant. Wenn der Ton nicht geschmeidig ist, nicht feucht genug, wenn er nicht in der richtigen Verfassung ist, wo würde das bei dir passen? Gib dich einfach hin, gib dich wahrlich hin, aufrichtig. Hört ihr? Aufrichtig. Lasst mich euch erzählen, was Aufrichtigkeit ist. Wenn du mit deinen Überzeugungen alleine vor Gott kommst, spazieren gehst, die Tür zumachst, machst alles aus, bis du vor dem Herrn deine Überzeugungen greifen kannst und er dich greifen kann. Das ist aufrichtig. Es ist eine Sache, überführt zu sein und eine andere, dann danach zu handeln. Dich dahin zu stellen, wo es nur dich und ihn gibt. Und dann sagst, weißt du was, ich glaube, dass du mich so siehst. Ich glaube, dass du mich dafür erschaffen hast. Herr, ich bin nicht diesen Weg gegangen, hatte nicht einmal den Wunsch dafür in meinem Herzen. Aber ich erkenne, dass du mich dazu berufen hast. Ich gebe mich hin und ich bitte dich, Heiliger Geist, ermächtige mich, berühre mein Herz und führe mich dahin. Denn ich sehe, dass du mich dafür gemacht hast. Gott, ich entsage mich und ich lasse es los. Herr, ich beiße mir nicht auf die Lippe und versuche es nicht mehr zu tun. Sondern ich glaube nicht, dass ich dafür berufen bin und ich glaube nicht, dass ich das noch möchte. Ich bin überführt, du hast meine Aufmerksamkeit. Veränderung findet in meinem Leben statt. Sprich so mit Gott und achte genau auf die Antwort. Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Gott, bitte vergib mir. Gott, ich bin so verkorkst. Vater, wann veränderst du dieses erbärmliche Herz? Du wirst dich nie verändern, wenn du so redest. So beten die Leute. Sie gehen in ihr Zimmer, schauen auf sich selbst und sprechen im Gebet all ihre Probleme und Sünden und all die schlechten Sachen aus. Und wir nennen das Buße. Und ich nenne das eine verkorkste Identität.
Identität und dir wird es nachher schlimmer gehen als vorher. So bist du auf das fokussiert, was mit dir nicht stimmt, anstatt dem, was er richtig macht. Was wäre, wenn du erkennst, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt, du wirst überführt und sagst, Mann, da muss ich was tun. Wäre es nicht großartig, wenn du dann demütig in dein Zimmer gehst und Gott dein Herz und die Tatsache sieht, dass du hergekommen bist? Machst die Tür hinter dir zu. Herr, mir reicht's. Ich habe jetzt 3 Wochen lang zugelassen, dass diese Sache mein Gewissen durchhakt. Und ich habe nicht einmal mit dir darüber gesprochen. Danke, dass du mir vergibst. Seht, wenn ihr darum bittet, dass vergeben wird, dann wundert ihr euch immer, obwohl schon vergeben ist. So machen es die Leute, das ist komisch. Deine Sichtweise zu ändern ist so einfach. Danke, dass du mir vergibst. Du bekennst es ja, du gehst in die Verantwortung. Danke, dass du mir vergibst. Wenn ich dir meine Sünden bekenne, dann bist du treu und gerecht und vergibst und reinigst mich. Danke Gott, ich stehe nicht dreckig da, ich bin nicht schmuddelig, nicht ekelig für dich. Du hast mich aus der Dunkelheit gezogen und ins Licht gebracht. Du bist derjenige, der mich wäscht, reinmacht und durch all dieses Zeug reifen lässt zu einem Menschen, zu dem du mich berufen hast. Gott, ich will nicht mehr wegsehen, was in meinem Gewissen los ist. Es hat nichts damit zu tun, zu was ich erschaffen und berufen wurde. Ich gebe das Recht auf, es zu glauben, mich so zu fühlen. Ich bin damit durch, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Gott, ich will sie durch deine Augen sehen. Ich gebe mich dir hin und ich danke dir für dein Wirken in meinem Leben. Heiliger Geist, sei willkommen. Danke, dass du mein Freund bist und mich in der Wahrheit führst. Du bist entweder verrückt und musst Tennis spielen gehen oder dir ein Hobby suchen. Oder Gott ist gegenwärtig und wird dich verändern. Oder? Du sagst also, dass ich aufrichtig bin. Aufrichtigkeit macht etwas. Es bringt Frucht mit sich. Du kannst das Richtige sagen, es aber nie in deinem Leben anwenden. Wenn du dann lange genug mit deinem überführten Gewissen lebst oder dein Gewissen lange genug missachtest, dann gehst du langsam auf die Verurteilung zu. Wenn du nur deine Bibel liest und nur die Bibel liest und nur die Bibel liest, aber dich nicht mit ihm persönlich triffst und deine Überzeugungen anwendest, um durch die Bibel zur Beziehung zu kommen, damit seine Gnade dich zu dem machen kannst, wovon du liest, dann wirst du so voller Wissen über Gott sein, ohne die Offenbarung Gottes in deinem Leben, dass das Wort sich gegen dich wendet und dich verurteilt, obwohl er dich nicht verurteilt. Du hast so viel Wissen und fängst an, dein Wissen gegen dein Leben abzuwägen und wirst verurteilt, machst einen eigenen Test und bist dein eigener Richter. Du entscheidest, wie wertvoll du bist und wie gut du etwas tust. Du bist nicht der Lehrer und der Schüler. Du machst nicht den Test und bewertest dann mit einer Note. Du wachst auf und freust dich, sein zu sein. Ich sehe das Wort, weil das Buch lebendig ist. Wenn du nicht in der Beziehung und dem Verständnis von Gnade wächst, dann wird dieses Werke-Ding, dieses legalistische und verurteilende Ding hereinkommen und die Kenntnis des Wortes wird sich wenden. Du lässt es sich verändern und verurteilst, wo du nicht stehst, anstatt dich inspirieren zu lassen, wohin du berufen bist. Macht das Sinn? Und dann sagst du Sachen wie, manchen scheint ein Weg recht, dann wird er wohl recht sein. Du denkst, es ist Demut, Buße oder ähnliches. Ach, weißt du, das habe ich mir selbst verschuldet. Ich hätte es besser wissen müssen. Darin liegt aber überhaupt keine Buße. Das ist Verurteilung. Dann sagst du, ich bekomme, was ich verdiene, hätte schon vor Monaten dran arbeiten sollen. Okay, wie wird das jetzt die Situation retten? Und wie siehst du dich selbst am Ende des Tages in Christus deutlicher als vorher? Denn das ist das Ziel. Dich selbst in ihm zu sehen, dich selbst so zu sehen, wie er dich sieht. Ich gebe einfach ein paar kleine praktische und allgemeine Beispiele als Hilfestellung. Ich weiß einfach, dass dieses Ding hier nie still ist. Grübelt und sinnt ständig nach. Folgendes liegt mir zurzeit auf dem Herzen. Ein hoher IQ, Intellekt, ist ein Geschenk. Einen hohen IQ zu haben, bedeutet nicht, dass es eine Bürde sein muss. Ich denke, dass es cool ist, einen hohen Intellekt zu haben. Analytik ist kein Geschenk. Analytik ist niemals der Herr. Ich erkläre es euch. Ich merke da was. Leute sagen, ach naja, ich bin halt analytisch. Hör auf, damit anzugeben, das ist kein Geschenk. Leute sagen, naja, Gott gab uns die Fähigkeit zu denken, aber nicht analytisches Denken. Analytisches Denken macht Folgendes. Es ermächtigt dich, dich selbst aus ihm herauszureden. Dich aus deiner Würde herauszureden, aus der Liebe herauszureden.
Es macht Einfaches kompliziert. Gott liebt dich. Ich weiß nicht, wie er mich lieben kann. Er liebt dich. Ja, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass er mich lieben kann, nach all dem. Immerhin war ich Jahre in der Kirche. Er liebt dich. Wie kannst du dir so sicher sein, Bruder? Weil Christus am Kreuz hängt. Ich liebe dich. Folgendes sagt er nicht. Schaut genau hin, Leute. Ich hoffe, ihr seid nun zufrieden. Schaut, was eure Sünde mit mir gemacht hat. Denkt ihr nicht, dass es an der Zeit ist, euch zu verändern und umzukehren, Buße zu tun und zum Vater zurückzukommen? Ich hoffe, ihr versteht, was hier läuft. Es ist Zeit für Veränderung. So ist nie das Kreuz. Predigt so niemals das Evangelium. Folgendes ist das Kreuz. Ich liebe dich. Ich kenne dich. Ich kannte dich von Anfang an. Ich weiß, warum du da bist. Ich kenne deine Bestimmung. Ich kenne dein Potenzial. Dein Leben hat großen Wert für mich. Deshalb hat der Vater Gefallen daran, dass das hier mit mir geschieht. Dass du durch mein Sterben leben kannst. Durch meine Auferstehung gerechtfertigt werden kannst. Damit wir die Lüge aus deinem Leben bekommen und die Wahrheit in dich zurücklegen. Du bist jeden Cent dieses Opfers wert. Niemand kauft und bezahlt für etwas, wenn er nicht glaubt, dass es auch den Wert des Geldes hat. Dein Leben ist mein Blut wert. Dein Leben ist mein Leben wert. Komm zu mir und lebe. Das ist das Kreuz. Kein Prediger hat mir je gesagt, dass er am Kreuz hing wegen meinem Wert. Sie sagten mir alle, dass er am Kreuz hing wegen meiner Sünde. Klar, er musste sterben, weil ich gesündigt habe. Das verstehe ich. Das ist kein Wortspiel. Natürlich musste er sterben, weil ich sündige. Aber er starb nicht, weil ich ein Sünder bin. Er starb, weil ich ein verlorener Sohn war. Er starb, weil mein erschaffener Wert untergraben war und von Sünde überdeckt war. Egoismus hat die Liebe verdrängt. Meine Bestimmung und mein Grund des Seins wurde überschattet und vernebelt. Und ich verwandelte mich vom Ebenbild Gottes zu einer Form, zurück zum Ton. Jesus macht also, was Jesus macht. Er weckt Tote wieder auf, bringt Leben zurück und nun haben wir wieder den Garten. Das Kreuz ist immer noch da und die Stimme flüstert immer noch. Folge ihm nach. Das Blut spricht von Besserem. Paulus fragt, was sollen wir tun? Sündigen, weil wir unter der Gnade stehen und nicht dem Gesetz? Bestimmt nicht, Gott bewahre. Oder? Das ist so machtvoll. Warum predige ich immer so? Weil niemand Gott zuerst liebt, bis sie seine erste Liebe sehen. Seid mal ehrlich mit mir. Wer von euch, als ihr jung wart, hat sich Gott gegenüber mehr verpflichtet gefühlt, als in ihn verliebt? Wer von euch hat einen Kreuzigungsfilm gesehen und gedacht, wow, mein Pastor sagt, dass das meine Sünde mit ihm gemacht hat. Er hat sich wirklich schlagen lassen. Bin mir nicht sicher, ob ich genug für ihn lebe, ob ich mich verändern kann. Und du hast dich beim Zuschauen schuldig gefühlt. Und obwohl es dein Herz berührte und du an ihn glaubst, wusstest du nicht, wie Veränderung stattfinden soll. Und du hast dich ihm nie wirklich nah gefühlt. Die meisten von uns waren nie unzertrennlich mit ihm, als sie aufwuchsen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich entschieden, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Habe einfach aufgehört, habe ein paar Funktionsstörungen in der Führungspersönlichkeit gesehen und habe blöde Sachen gesehen. Es wurde versucht zu rechtfertigen, ach, das ist das Kreuz, das bedeutet Christsein und das ist das Evangelium. Nein, das ist es nicht. Das ist die Schwachheit und die Irrtümer des Menschen. Das ändert nicht Gott. Aber es ist interessant, wie wir die Leute, die Gott repräsentieren, anschauen, als das Ebenbild von Gott. Wir schauen sie also an und bekommen dann ein Bild von Gott. Bis ich dann 20 war, wollte ich nichts mehr mit Kirche zu tun haben. 13 lange Jahre bin ich nirgends hingegangen. Dunkle, traurige Zeit. Und dann ist Jesus eines Tages bei der Arbeit aufgetaucht. Einfach reingelaufen, hat zu meinem Herzen gesprochen. Ich dachte, es wären meine Gedanken. Er hat mich für immer verändert. Und ich bin so froh. Warum hat er das getan? Weil er mich liebt. Und wo Sünde überfloss, floss Gnade noch mehr über. Er hat mich aus der Dunkelheit gerufen und ins Licht gebracht. Sieht so aus, als wäre ich ihm was schuldig, das ich nie einlösen kann. Es scheint, ich schulde ihm mehr, als ich geben kann. Er sagt, schau mal, was ich dir gebe. Alles, was du bist, lege ich auf meinen Sohn, damit alles in meinem Sohn zurück in dich kommen kann. Und so mache ich einfach diesen großartigen Tausch, das Unschuldige für die Schuld, und du bist frei. Und ich so, Mann, bist du großartig.
Ja, ich liebe dich. Diese wunderbare Liebe für dich bewegt mein Herz. Du bringst mich dazu, dich zu lieben. Ja, darum geht es, Dan. Ich habe dich von Anfang an geliebt. Ich will wiederherstellen, was wir von Anfang an hatten. Herr, ich liebe dich wirklich sehr. Ja, ich weiß, weil ich dich von Anfang an geliebt habe. Wow, ich liebe dich. Das ist mit Abstand besser, als dem Herrn zu dienen. Lass nicht deinen christlichen Dienst wichtiger sein, als ihn zu kennen. Denn im Dienst zu sein, verändert nicht deine Gesinnung, aber ihn zu kennen. Im Dienst zu stehen, verändert nicht deine Beweggründe, aber ihn zu kennen, wird es verändern. Du kannst im Dienst stehen und anfangen zu denken, dass Menschen dir etwas schuldig sind. Du kannst im Dienst stehen, Leuten gegenüber empört sein und trotzdem Vorlieben haben und voreingenommen sein. Du kannst im Dienst stehen, damit du Anerkennung bekommst und wenn sie dir keine geben, verletzt es dich und du gehst und dienst woanders und nimmst den Schmerz mit und nach 4 verschiedenen Diensten bist du ein verletztes Häufchen Elend. Du brauchst dann keinen Altaraufruf. Du musst deine Gesinnung und dein Herz ändern. Es gibt nicht genug Gebet auf dem Planeten. Es geht nicht ums Gebet, es geht um die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit, nicht immer um das Gebet. Ich brauche Gebet. Nein, du könntest Wahrheit gebrauchen. Ich habe noch keinen Vers gelesen, der sagt, Dienst macht dich frei. Aber ich habe gelesen, dass die Wahrheit das kann. Eventuell musst du nur ein bisschen anders glauben. Vielleicht musst du nur etwas anders sehen, denn dein Auge ist das Licht des Leibes. Und wenn du klar siehst, dann bist du klar. Es heißt, wenn du nicht klar siehst, dann bist du nicht klar. Und wenn du nicht klar siehst, wie klar wirst du dann nicht sein? Ich erkläre es mal. Das Auge ist das Licht deines Leibes. Und wenn dein Auge zentral ist, dann ist dein ganzer Leib mit Licht durchflutet. Wenn dein Auge nicht zentral ist, dann dringt Dunkelheit vor. Schaut mal, wozu ihr erschaffen wurdet. Wenn das Licht in dir Dunkelheit ist, wie groß ist dann die Dunkelheit? Das bedeutet, wie verdreht ist dann deine Sicht? Wenn also das, was du glaubst, Dunkelheit hervorbringt, dann kann es nicht die Wahrheit sein. Wenn das, was du denkst und glaubst, nicht Leben produziert und dein Herz ergreift, dich in Gott vorwärts bringt, dann glaubst du einer Lüge. Er kam, um dir Leben zu geben, überfließendes Leben. Ja, aber Bruder, du verstehst meine Situation nicht. Nein, hör auf! Du stellst deine Situation über das, was ich predige. Du hörst also gar nicht, was ich sage. Du lässt deine Situation wichtiger sein als die Wahrheit, die dich aus der Lüge retten will. Warum müssen sich deine Umstände ändern, damit du dich ändern kannst? Warum müssen deine Probleme verschwinden? Jesus hat das Feuer nicht gelöscht. Er war der 4. Mann im Ofen. Nebukadnezars Feuer, Schadrach, Meshach und Abednego. Jesus hat nicht eine Unzahl an Engeln gebracht, um das Feuer mit heiligem Wasser zu löschen. Das Feuer wütete weiter. Das Feuer ist nicht das Problem, sondern der falsche Glaube. Wenn du deine Augen auf etwas richtest, das nicht das Wichtigste ist, wenn du etwas anbetest, das nicht der Herr ist, sei es dein eigenes Leben, deine eigene Person oder dein Wohlergehen, das alles kann Götzendienst sein. Der einzige Weg, das zu überwinden ist, wenn du dein eigenes Leben nicht bis zum Tod liebst. Das, was ein Problem ist, ist also nicht das Feuer. Es ist nie das Feuer. Nie das Feuer. Die meisten von uns beten, dass da kein Feuer sein soll, denn wir haben Angst vor dem Feuer. Diese Botschaft macht Leuten manchmal Angst. Was willst du sagen? Prophezeist du Prüfungen? Nein, es heißt, der weise Mensch ist durch denselben Sturm gegangen wie der Törichte. Es ist nicht, weil er eine Tür geöffnet hat. Sondern weil er das Wort gehört hat. Satan kommt um des Wortes willen, nicht um deinetwillen. Vor dir hat er überhaupt keine Angst. Er hat Angst vor dem Wort. Weil das Wort in dich hineingelegt wurde, ist der Grund, warum du zum Fokus wurdest. Und somit kannst du etwas sein, was ihn bedroht.
Er ist nicht hinter dir her. Nimm ihn nicht persönlich. Nimm das Evangelium persönlich. Werde zu dem, wofür Gott bezahlt hat. Und das andere kann dir egal sein. Es geht nicht um dich und deine Schwierigkeiten. Es geht darum, dass du zu der Person wirst, zu der er dich erschaffen hat und dass du stark bleibst. Diese Geschichte macht mich verrückt, mit dem Feuer und Nebukadnezar. Der König gab den Befehl, es 7-mal heißer zu machen. Das ist symbolisch im neutestamentlichen Glauben. Wir beten und glauben einfach für etwas, wir vertreten unseren Glauben. Das haben die gemacht. Sie haben ihren Glauben vertreten und haben sich nicht vor dem König verbeugt. Er sagt, okay, na gut, ihr Heißsporne, dann drehen wir das Feuer halt auf, 7-mal stärker. Das ist, als ob du die Diagnose Krebs bekommst. Das geht dir nahe. Du fängst an, etwas zu weinen, aber du ergreifst das Wort und tust dein Bestes. Du gehst zur Kirche, wir kommen alle her und sagen, bleib dich mit Öl, die Musik spielt und Jeff hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Es fühlt sich einfach großartig an. Du sagst, Gott war da, gehst zu deinem nächsten Test und die Zahl ist nur ein bisschen höher. Genau da findest du heraus, was du glaubst. Jeder kann beten, wenn er ein Problem hat. Und jeder kann dieses Buch auf angewandte Prinzipien reduzieren, in der Hoffnung, Hilfe zu bekommen. Aber wenn diese Zahl ein bisschen steigt, dann findest du heraus, was du glaubst. Du findest heraus, ob dein Motiv Leben oder Tod ist oder das Königreich Gottes. Versuchst du zu überleben? Oder wirst du dastehen und glauben? Ist deine Motivation zu beten die Furcht vor dem Tod? Oder das Versprechen des Lebens? Oder sind es Gefühle, die Familie, zu sehen, wie der und der heiratet? Wir gehen ständig nach Gefühlen. Ich sehe das andauernd. Und dann sind wir verwirrt und wundern uns, wo die Frucht und die Ergebnisse unserer Gebete sind. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Tatsächlich ist der einzige Grund, warum ich leben möchte, ich liebe meine Enkel, aber der Grund, warum ich leben möchte, ist nicht nur, sie aufwachsen zu sehen. Das hat mit Gefühlen zu tun, das wird niedergehauen wie die Axt am Baum. Der Nummer 1 Grund ist das Königreich Gottes. Sowieso werde ich nur durch dieses Motiv die beste Zeit mit ihr haben. Und meine Liebe wird immer Liebe sein und niemals egoistisch sein. Es wird nie sie liebt mich sein, sondern ich liebe sie. Das ist gesund. Dieses liebst du mich ist verkorkst. Denn damit sagst du, ich liebe dich für mich. Ich liebe dich für die Gefühle, die ich durch dich habe, die Stabilität, die du gibst. Ich liebe dich einfach, du bedeutest mir alles. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen würde. Es gibt nur einen, der das verdient. Und es gibt nur einen, der das wirklich darstellt. Das ist kein Hollywood-Liebesfilm, das ist kein romantischer Moment. Das ist kein Gefühl im Rausch der Emotionen. Es ist ein hingegebenes Leben um des Nächsten willen. Liebe ist ein hingegebenes Leben um des Nächsten Willens. Wir sind berufen zu lieben, das ist Ziel der Liebe. Wenn ich also in Liebe wandle und mein Leben hingegeben ist um des Nächsten Willen, wo ist dann der Zaun, wo die Frustration, wo kann sich Entmutigung breit machen? Plötzlich verliert das seine Stimme. Die Realität davon verpufft, weil ich nicht in der Welt bin. Besser gesagt, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Diese Dinge sind also da, wo ich stehe, nicht lebendig. Versteht ihr? Die sind nicht im Königreich. Dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Wir ergreifen das also mit der Kraft Gottes. Okay, kein Krebs im Himmel, kein Krebs auf der Erde. Und er bringt Glauben auf, um zu beten. Und das ist wahr, es steht in der Bibel. Das ist gut und ich bin nicht dagegen. Aber warum ist es immer die Kraft Gottes? Warum hat der Wille Gottes im Himmel, wie auch auf Erden, immer mit Wundern und Gottes Kraft zu tun? Warum ist es nicht mehr das Herz Gottes, die Natur Gottes und die Person Gottes? Dein Wille geschehe. Es gibt keine Feindseligkeit im Himmel. Es gibt keine Unvergebenheit. Null. Gnade regiert. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er ist. Er ist Liebe, er ist Liebe, er ist Liebe. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir freimütig haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Liebe ist das Ziel. Wenn wir nicht lieben, dann haben wir den Grund verpasst, weshalb er kam. Er kam nicht, um eure Körbe und Scheunen aufzufüllen. Er kam, um eure Herzen mit der Fülle dessen, wer er ist, zu füllen. Wichtiger als alles andere ist, die Liebe Christi zu kennen, die unseren Verstand übersteigt.
kenne die Liebe Christi, die den Verstand übersteigt. Das bedeutet, mit der Fülle Gottes erfüllt zu sein. Dieses Wort bedeutet ein Haus mit keinen leeren Räumen. Über dir hängt ein Schild, kein Zimmer frei. Du bist völlig und ganz besetzt. Du bist ein Schiff so voller Fracht, dass es keinen Platz mehr hat für nur einen Karton. Du bist sein und du bist vollständig und erfüllt. Ich habe mein Leben in ihm gefunden, meine Identität in ihm und meine Zukunft in ihm. Meine Augen sind auf ihn fixiert. Jetzt bin ich bereit, mein Leben zu leben und die Welt zu lieben. Kommt schon, das bedeutet Christsein. Ich werde ehrlich sein, alles Geringere ist es nicht. Lasst uns also in diese Wahrheit hineinwachsen und zur Wahrheit werden und unsere Herzen der Wahrheit übergeben. Ich verurteile nicht, wenn ich sage, alles Geringere ist es nicht. Was ich damit meine ist, es wird nicht erfüllen, wofür er bezahlt hat. Weißt du, wie sehr Gott liebt? Wenn du ein Auto kaufst und es nicht so funktioniert, wie es sollte, dann bringst du es sofort zurück. Wenn es wieder und wieder nicht richtig läuft, wird es zur Umtauschware, denn es gibt Gesetze. Du bist niemals ein Umtauschgegenstand in den Augen Gottes. Ich frage mich, was, wenn Gott eines Tages in dein Zimmer kommt und sagt, willst du mich veräppeln? Dafür habe ich meinen Sohn umgebracht? Du wärst nicht mal in der Lage zu leben. Du würdest es nicht aushalten. Du würdest durch den Teppich schmelzen. Und doch predigen manche Menschen so. Aber das wird nicht das Leben eines Menschen verändern. Kannst du dir vorstellen, dass Gott sowas tut? Er wird es nicht. Niemals. Warum? Weil er Liebe ist und nicht ein Befähiger. Er ist ein Lebensveränderer. Und plötzlich bekommst du nicht das, wovon du weißt, dass du es verdienst. Das hat er so ausgedacht, um dich demütig zu machen. Das hat er so ausgedacht, um dich dazu zu bringen, die Augen zu heben, von woher deine Hilfe kommt und anzufangen, verliebt zu sein. Ich liebe ihn nicht, weil ich muss. Ich liebe ihn nicht, weil es das Richtige ist. Er gewinnt dein Herz. Du kannst dich nicht dazu bringen, ihn zu lieben. Du liebst ihn, weil du erkennst, wer er ist und du siehst, wie er dich sieht. Und plötzlich ist das Mysterium aufgedeckt. Dann heißt es nicht mehr, ich kann nicht glauben, dass er mich liebt. Wie kann er jemanden wie mich lieben? Plötzlich merkst du, dass dein Wert nicht darauf basiert, wie du dein Leben geführt hast, sondern dein Wert ist auf das gegründet, wozu er dich geschaffen hat. Geht's euch gut? Ich bin fast fertig. Hört, ohne Beziehung, ohne zu ihm zu kommen, ohne dich unter seiner mächtigen Hand zu demütigen, wie würden wir jemals aufgerichtet werden? Wie wird sich dein Leben ändern, wenn du es versuchst zu tun? Einige von euch hier hatten seit langer Zeit Gewissensbisse und es selber verändern zu wollen, hat nicht funktioniert. Und es wird nie. Du willst, dass es sich ändert. Ich bin nicht gegen ein bisschen Disziplin im Leben und den Körper aufzupolieren, so wie Paulus erzählt hat. Dagegen bin ich nicht. Das Endresultat kommt durch Gnade. Du bist, was du bist, durch die Gnade Gottes. Es funktioniert folgendermaßen. Du bist durch Gnade, durch den Glauben errettet. Wenn du im Wort schaust, wofür du berufen und erschaffen bist, und siehst all die Gebote, zu denen er dich berufen hat, und du siehst sie als Privilegien, nicht als Aufgaben, du gehst ins Gebet und fängst an, diese Dinge durch Glauben anzuziehen und fängst an, Gott zu danken und ihm zuzustimmen, wofür er dich erschaffen hat, der Liebe zuzustimmen und menschliche Rechte und Logik abzulegen und Erwartungen an Menschen abzulegen. Gott, ich übergebe diese Dinge. Folgendermaßen klingt es, wenn ich alleine bin. Vater, ich danke dir, keiner ist mir irgendwas schuldig. Der einzige Grund, warum ich lebe, ist zu lieben. Und die Liebe sucht nicht das ihre. Du hast die Lügen des Egoismus in meinem Leben zerschlagen und du hast den Egoismus weit von mir entfernt, Gott. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich immer in dieser Wahrheit führst. Und falls ich jemals auf die schwache Seite rüberschwanke, dann wirst du mich sofort darauf aufmerksam machen, weil du mein Freund bist. Du bist in mir, du führst mich in der ganzen Wahrheit. Danke, dass du Christus in mir formst. Danke, dass du Christus durch mich offenbarst. Gott, ich bin dir so ergeben. Vater, ich nenne dich Vater. Das macht mich zu deinem Sohn. Ich danke dir, dass du mich liebst. So rede ich. Während ich fahre, rede ich so. Danke, dass du mein Vater bist. Gott, ich danke dir, dass du ein Freund und ein Vater bist.
Vater bist. Danke, dass du mich befähigst, dass ich für dich ein Freund sein kann, so wie du für mich und mein Leben durch deinen Geist zu leben. Heiliger Geist, du bist großartig in mir. Ich liebe dich so sehr und dass du in mir lebst. Das schlägt um Längen. Ich frage mich, wo Gott ist, um dann in den Spiegel zu schauen. Oh. Wahrscheinlich schauen sie in den Spiegel und sagen, da bist du ja. Und ich fahre so und während ich überlege, wo ich lang muss, schaue ich immer wieder in den Rückspiegel. Und hier und da passiert es, dass ich meine eigenen Augen sehe. Oh, ich sehe dich. Er liebt es, wenn ich das mache. Das mache ich nicht absichtlich. Das passiert ganz ab und zu mal und es ist spontan. Aber er liebt es. Seine Gegenwart manifestiert sich in meinem kleinen Fahrzeug. Man wundert sich, wie Gott da reinpasst. Ich lehre nicht viel über Gefühle und Manifestation, aber ich sage euch was. Es gibt einen Moment des Wissens und ich sage, ich sehe dich da drin und das ist so kindlich. Ich bin entweder total dämlich und verrückt, was einige von euch sicherlich herausgefunden haben, aber er glaubt das nicht. Er glaubt, dass ich ihm glaube. Und er mag, dass ich glaube, dass er in mir lebt. Er mag, dass ich glaube, dass er mich mag. Und er mag, dass ich zulasse, dass er mir beibringen kann, mich selbst auf eine gesunde Art und Weise zu mögen. Ohne Eitelkeit. Aber ich liebe tatsächlich, wer ich geworden bin, denn nun kann ich die zwei wichtigsten Gebote erfüllen. Ich kann ihn lieben mit allem, was ich bin, weil er mich mit allem, was er ist, geliebt hat. Und ich kann meinen Nächsten lieben wie mich selbst, weil ich mich selbst klar sehe. Wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht einmal tief in deinem Herzen liebst? Wenn du dich immer noch selbst zur Rechenschaft ziehst für etwas von vor etlichen Jahren, wenn du dich immer noch damit identifizierst, was falsch lief, als du 4 oder 5 und beim Babysitter warst und alles, an das du dich erinnerst, ist das Trauma. Und wenn du in den Spiegel schaust und nur die Vergangenheit siehst und die Frage, warum Gott? Wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du so etwas siehst und dich so siehst? Wie kannst du deinen Nächsten lieben und dich selbst, wenn du dich so siehst? Ich sehe euch, wie ich euch noch nie gesehen habe, weil ich mich selbst in ihm sehe und ich weiß, dass er euch genauso sieht. Das hat er für alle gemacht. Und wenn er beschäftigt war, mich so zu lieben, hat er auch dich die ganze Zeit geliebt. Und du sagst, warum war ich nicht stark berührt? Weiß ich nicht, warum es bei mir auch nicht so war. Darüber denke ich nicht einmal nach. Ich denke darüber nach, dass ich berührt wurde. Ich denke an die Errettung aus der Dunkelheit. Errettet. Vollständig gemacht. Ich denke an die neue Kreatur, nicht Vergangenes. Ich hinterfrage nicht, warum mein Vater ein Alkoholiker war und meine Mutter durch Krankheit starb. Kommt mir nicht mal in den Sinn. Was in meinem Sinn ist, ist Christus in mir. Die Hoffnung auf seine Herrlichkeit, dass wir schon gewonnen haben und unterwegs sind. Lasst uns also den Lauf laufen und ihn gut vollenden und eines Tages jubeln, dass wir alle geglaubt haben und nicht müde geworden sind, es gut zu machen. Lasst uns alle jubeln, dass wir nicht gefühlsmäßig und intellektuell unterwegs waren und uns einfach in ein Chaos hineinbegründet haben. Einen Grund zu finden, nicht wie er zu sein, einen Grund zu finden, nicht ermutigt zu sein und dann ein paar Freunde finden, die nicht ermutigt sind und somit zu deinem Unterstützerteam werden, zu deinem Resonanzboten. Und alles, was sie können, ist mitfühlen. Sie werden nie helfen, wenn überhaupt, dann nur mitfühlen. Dein Herz verletzten Menschen, Freunden zu entblößen, hilft nicht. Denn alles, was sie tun werden, ist mit dir in deinem Schmerz zu stehen und es zu verstehen. Du nennst das Feingefühl, ich nenne es Befähigung in die falsche Richtung. Es ist nicht so, dass es mir nicht leid tut, dass dir das passiert ist. Aber ich kann nicht sentimental sein und sagen, tut mir so leid, dass dir das passiert ist. Ich kann nicht glauben, dass dir sowas angetan wurde. Das würde dich nur noch mehr zum Heulen bringen. Ich würde eher so etwas sagen. Hör, es tut mir leid. Leute machen, was sie machen. Jesus sagte, vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Hätten sie von ihm eine Offenbarung gehabt, hätten sie dich nicht angerührt. Dann hätten sie das nie zu dir gesagt. Dann hätten sie nie getan, was sie getan haben. Ich denke, wir sollten gerade für sie weinen und nicht für uns selbst. Wir lassen nicht das, was sie getan haben, entscheiden, wer du bist, wenn das, was er getan hat, viel größer ist. Und werde nicht zum Produkt dessen, was du durchgemacht hast, wenn er etwas durchgemacht hat, um dich zu identifizieren. Schau, ich bin dein Freund, du brauchst es nicht, dass ich mit dir weine. Du bist kein Klischee, du bist keine Statistik. Du bist sein. Lasst uns also aufstehen und so leben. Ja? So rede ich mit dir als dein Pastor, wenn dein Partner dich gerade verlassen hat. Ich rede mit dir 20 Minuten, nachdem du herausgefunden hast, dass dein Partner gegangen ist und du ein schluchzendes Häufchen Elend bist.
nachdem ich 20 oder 30 Sekunden mit dir geweint hätte. Aber mehr würde ich dir nicht geben. Wenn ich 20, 30 Sekunden geweint habe, dann hast du gesehen, dass ich berührt bin. Ich muss mich da rausziehen, weil ich dich nicht einfach voller Mitleid halten kann, weil sie dir das angetan haben. Ich werde dir genau in die Augen schauen und sagen, hör mal, du bist nicht das Produkt von dem, was eine Person getan hat, es sei denn, dessen Name ist Jesus. Es tut mir leid, dass diese schrecklichen Entscheidungen getroffen wurden. Ja, durch manches müssen wir hindurchgehen und ich weiß, wir müssen über die Kinder sprechen. Es tut mir leid, dass sie diesen Weg gewählt haben, aber lass bloß nicht das, was sie getan haben, entscheiden, wer du bist. Und lass bloß nicht das, was sie nicht sehen, entscheiden, was du siehst. Dein Leben ist mehr als das, was sie getan haben. Du bist nicht weniger gesalbt oder berufen, du hast nicht weniger Zukunft. Jetzt ist die Zeit, in der wir Glauben brauchen und Gott vertrauen. Jedes Lied, das wir je zusammen in der Kirche gesungen haben, jede Botschaft, die du je gehört hast, jetzt ist die Zeit, es anzuwenden. Du wendest diese Dinge nicht an, damit so etwas nicht passiert. Du wendest sie an, falls es wohl passiert. Und wenn es passiert, ist es wichtiger, Glauben zu haben. So rede ich als Pastor. Ja? Und ihr wüsstet, dass ich mich sorge und nicht hardcore bin, denn ich würde mit dir weinen, während ich dir das erzähle. Denn ich wünschte mir sehr, dass sie es sich nicht so ausgesucht hätten. Denn das ist echt und hat Konsequenzen. Aber es muss dein Leben nicht in ein Klischee verwandeln, dass du 3 Jahre später immer noch nicht der Alte bist. 4 Jahre später hast du jemand anderes, nicht weil du vollständig bist, sondern weil du bedürftig bist. Und du kannst dem Neuen nicht gerecht werden, weil du immer noch Narben trägst und immer über deine Schulter schaust. Und jetzt tragen sie die Last deiner Gebundenheit. Es ist erstaunlich, wie Menschen sich trennen und sofort mit jemandem zusammen sind. Mir wäre es lieber, dass du bei ihm wärst. Auf eine Art und Weise, dass du so vollständig werden würdest, dass wenn du je wieder mit jemandem zusammenkommst, es aus der Fülle deines Lebens geschehen würde und nicht aus dem Vakuum. Lass bitte nicht Menschen versuchen, das für dich zu sein, was nur er sein kann. Bitte sei bei ihm. Bitte triff dich mit ihm alleine. Bitte sprich mit ihm, hab Gemeinschaft, lass los, lass Dinge los, die nicht produktiv sind. Lass Mentalitäten los, hör auf, sie zu rechtfertigen. Wenn es nicht Leben produziert, ist es nicht der Herr. Wenn sie nicht das Beste in anderen hervorbringen, ist es nicht der Herr. Oder? Im Gebet legst du ab und ziehst an. Kannst du herkommen und etwas spielen? Normalerweise mache ich das nicht, aber ich spüre es in meinem Herzen. Gott, du bist gut. Lasst uns zusammen als Familie in der Gemeinschaft mit ihm einen großen Schritt vorwärts machen. Können wir das als Familie machen? Das ist kein Altaraufruf. Bleibt einfach da, wo ihr seid. Jeff wird ein bisschen spielen, was immer du spielen magst, sanft, und wenn es nur ein paar Akkorde sind oder wenn dir ein Lied kommt, ich vertraue völlig Jesus in dir. Als die mich diese Botschaft predigen gehört haben, sind sie verrückt geworden. Er wollte gar nicht kommen. Ich habe gerade einen Gottesdienst gehalten in einer kleinen Garage in Mississippi. Und er sagte, kann ich dich verpetzen? Er sagte, ich war so fertig von Sachen und Konferenzen, ich wollte nicht auch noch dahin gehen. Wenn dieser Typ wirklich gut wäre, dann wäre er nicht in einer Garage. Ich werde es nie vergessen. Ich fing an zu reden und Jeff saß da und schon nach 5 Minuten fing er an zu weinen. Er sagte, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit solcher Überzeugung predigt und verkörpert, was er sagt. Und sie waren so ehrlich. Aber schaut, das ist Christus in uns. Wir können alle so sein. Leute, ihr könnt diese Überzeugung mit an euren Arbeitsplatz nehmen, weil ihr bei ihm wart. Weil ihr mit ihm zusammen wart. Es wird nicht passieren, wenn ihr nicht bei ihm wart. Es wird nicht passieren, weil du jemandem auf YouTube zugehört hast oder weil du am Sonntag oder Mittwoch eine tolle Lehre gehört hast. Es wird erst lebendig werden, wenn du bei ihm warst. Du bist aus Gnade errettet, durch Glauben. Wenn du dich mit ihm alleine triffst und Glauben freisetzt in seiner Gegenwart und so viel glaubst, um alleine zu sein, die Zeit vergisst und nur mit ihm bist, das ist der Moment, in dem die Gnade kommt und deinen Glauben trifft. Und schau, die Gnade fängt an, diese Wahrheit, das, was du suchst, zu deiner Realität werden zu lassen. Und plötzlich kommst du aus dem Zimmer und ohne es zu merken, bist du anders. Du hast dich verändert, hast angefangen, anders zu denken, anders zu reagieren. Und plötzlich erkennst du, weil Leute sich wundern, was mit dir passiert ist und dich fragen. Und du hast es nicht versucht, du warst nur bei ihm. Du beißt dir nicht auf die Lippe und versuchst, nicht verärgert zu sein. Das bedeutet, dass du verärgert bist. Das bedeutet, es ist in dir drin.
Aggressionsbewältigung ist nicht das Königreich. Es abzulegen ist das Königreich. Aggressionsbewältigung ist Heuchelei. Das bedeutet, dass ich es behalte. Ich drücke es nur nicht aus. Ich kontrolliere es. Ich habe solch eine Disziplin. Oh, ich fühle so über Jason, aber ich werde es ihm nicht zeigen. Ich werde es kontrollieren, weil ich der Meister meines Lebens bin. Ich habe die Kontrolle. Schau, wenn diese Sachen nicht in ihm sind, dann willst du es auch nicht in dir. Das ist nicht Aggressionsbewältigung. Ablegen und am Herzen arbeiten. Wenn du Selbstsucht in dir hast, dann prahle nicht und lüge nicht gegen die Wahrheit und stelle dich nicht als etwas dar, das du nicht bist. Arbeite daran. Triff dich alleine mit Gott. Gib es ab. Sag ihm, dass du nie für dich selbst erschaffen wurdest. Ich erkenne, du hast mich nie für mich selbst erschaffen. Ich habe für mich gebetet, für mich geweint. Ich habe Schmerzen für mich und oft habe ich mich nicht einmal gemocht. Gott, ich bin durch mit dieser irren Tretmühle. Ich gebe mich ab in deine Gegenwart und bitte dich, Heiliger Geist, mir zu helfen, dass ich lerne, was es bedeutet, mich zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und dir zu folgen. Aber ich ehre dich. Keiner hat mich geliebt, so wie du mich geliebt hast. Keiner hat mir vergeben und war für mich, wer du für mich bist. Und ich will, dass die Schönheit, die ich in dir sehe, die Schönheit ist, die andere Leute in mir sehen. Verändere mein Leben und mach mich eins mit dir auf jede Art und Weise. Nicht nur geistlich und positionell, sondern auch fassbar, Gott. Ich gebe mich dir hin. So kannst du beten, wenn keiner hinschaut. Das wird dein Leben verändern. Verändert sein zu wollen, wird nichts bringen. Du wirst nur sehen, was du nicht bist. Wenn du das tust, das von gerade eben, das verändert. Das offenbart deine Aufrichtigkeit, kennzeichnet deinen Glauben und heißt den Heiligen Geist willkommen. Und dann bist du, was du bist, aus der Gnade Gottes. Je mehr du dich veränderst und je mehr Leute es sehen, desto mehr weinst du und sagst, oh meine Güte, du bist so gut. Du wirkst das wirklich in mir. Aber habt keine Angst, dass ihr werdet wie ich. Lasst euch nicht davon abschrecken. Ich bin einfach nur ich. Sei du dein bestes Du. Aber du wirst einfach erstaunt sein. Oder es läuft gerade richtig mies bei der Arbeit und du wärst demnächst ein Fall für die Klapse gewesen. Und plötzlich merkst du, du hast es nicht einmal so wahrgenommen und es hat dich nicht berührt. Du fährst gerade heim und erkennst, dass du vor 2 Monaten noch deswegen auseinandergefallen wärst. Und jetzt kam dir nicht mal in den Sinn, dass es dich erschüttern könnte. Und plötzlich bist du in deinem Auto am Weinen. Wäre es nicht wunderbar, wenn du an den Seitenstreifen fahren müsstest, um erstmal zu weinen, weil du weißt, dass er erfolgreich in dir wirkt, weil du bei ihm warst? Bitte sprich nicht einfach nur über ihn. Bitte hör nicht einfach nur Lieder über ihn an und verpasse es, bei ihm zu sein. Bitte sag nicht einfach, was er sagt, aber ohne mit ihm Zeit zu verbringen. Bitte lass Wissen über ihn nicht den Platz einnehmen von persönlicher Beziehung, ihn zu kennen. Denn das ist ewiges Leben. Das ist ewiges Leben, ihn zu kennen. Wir werden gleich eintreten. Ich werde euch hier wahrscheinlich für einen Moment vergessen und ich möchte, dass ihr vergesst, dass ich hier bin. Ich will euch helfen, falls ihr Probleme habt, euch mit ihm alleine hinzusetzen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt oder ihr euch unsicher seid, dann holt euch die Sachen für ein Abendmahl. Nehmt euch Brot und einen Becher und geht in euer Schlafzimmer und fangt an, euch an ihn zu erinnern. Geht einfach zurück in die Kinderstunde, die Dinge, die ihr im Leben gelernt habt, sogar im Gottesdienst. Hebt einfach eure Augen hoch an die Decke, lasst sie vielleicht offen. Jesus, das repräsentiert dich. Lass das einfach ein Sprungbrett sein zur Kommunikation mit ihm. Lass das Abendmahl ein Sprungbrett sein, um dein Herz zu bewegen und deine Worte in Schwung zu bringen. Vor langer Zeit hat der Herr mir erzählt, den Menschen fehlt es an Intimität mit mir. Sie nähern sich mir nicht. Bringe ihnen bei, das Abendmahl als Sprungbrett zur Intimität zu benutzen. Fang an, über seinen Körper zu sprechen. Du gabst dein Leben für mich, nicht weil du auf mich sauer oder wütend warst, nicht weil du Mitleid mit mir hast, sondern weil du mich liebst und du wusstest, dass ich in dir so viel mehr bin als das, was ich gelebt habe. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Danke, dass du nicht sauer mit mir bist. Du bist ein einfacher und sanftmütiger, liebender Retter. Behutsam und freundlich, aber doch so mächtig. Der Löwe und der Lamm, das ist großartig. Danke für das, was du getan hast. Das Beste, was ich tun kann, ist, dir meinen Körper zu geben, alles hinzugeben und ich bitte dich, forme und gestalte mich zu allem, was du möchtest. Danke für den Bund. Und dann nimmst du es ein.
Du aktivierst dein Herz. Du nimmst den Becher und fängst einfach an, mit ihm zu reden und bist ehrlich. Genauso, als wenn wir zusammen im Auto fahren und du Fragen hast. Pastorale Fragen, Dienstfragen. Setz dich einfach alleine mit Gott zusammen. Und wenn du mit ihm alleine bist, dann erinnere dich, er liebt dich und er will dein Vater sein. Vater, wir kommen vor dich und wir wollen unsere Herzen öffnen. Wir sagen, wir glauben, dass du uns liebst. Ich möchte jetzt persönlich werden. Ich will, dass ihr euren Glauben aktiviert. Auch wenn ihr jetzt nur ein bisschen zuhört, um das als Beispiel zu hören. Dann fang einfach an, dein Herz zu aktivieren und es zu personalisieren. Ich habe gesehen, dass ich das tun soll. Ich habe gespürt, als ob Gott uns so in die Intimität bringen möchte. Und einfach etwas gemeinsame Zeit haben, die uns inspiriert, dann mit ihm alleine Zeit zu verbringen. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass über Jahre der Schwachheit und Missverständnisse und Reaktionen auf das Leben hast du nie deine Meinung über mich geändert. Hast du nie deine Meinung über meinen Wert geändert? Du hast nie deine Meinung über meine Zukunft geändert. Du hast das Buch vor meinen Augen nicht neu geschrieben. Stattdessen hast du mich umworben, hast du mich gezogen, bist du zu mir gekommen und hast mein Herz zu dir gedreht. Ich danke dir, dass du nicht böse auf mich bist. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast von allem, was ich je getan habe. Ich danke dir, dass es dir gefällt, mir das Königreich zu geben. Du hast gesagt, dass ich nie Angst haben muss. Du hast mich ein kleines Schaf in der Herde genannt, das niemals Angst haben muss, denn daran hast du Wohlgefallen. Das ist nicht eine Last für dich, das ist nicht deine Verpflichtung, es ist deine Freude, mir das Königreich zu geben. Und ich danke dir einfach, dass du mir gibst, wer du bist und wie du funktionierst. Und ich danke dir, dass die Tiefen deines Herzens und die Tiefen deines Seins zur Realität meines Lebens werden. Ich will dir nicht einfach nur dienen, ich will nicht einfach nur gute Taten vollbringen, ich will von Menschen nicht als Wohltäter gesehen werden. Ich will als dein gesehen werden, dass man dein Ebenbild, deine Liebe, deine Natur durch mich sieht. Ich danke dir, dass du an und in mir wirkst. Ich gebe dir mein Warum, meine Motive, meinen Grund zu sein. Ich richte meine Sinne auf das Königreich. Vater, ich will keine Bestätigung. Ich habe keine Erwartungen an Menschen. Ich lasse die Menschen frei. Menschen schulden mir gar nichts. Mein eigener Partner schuldet mir nichts. Ich erkenne, dass es ein Vorrecht ist, sie zu lieben und mein Leben zu geben und das Beste in ihr hervorzuholen. Regen in ihrem Leben zu sein und sie zur Blüte zu bringen. Ich bin hier, um mit ihr so zu sein, wie du für mich bist. Und ich gebe mich dir hin, sie schuldet mir nichts. Ehe ist nicht 50-50 und viel Arbeit. Ehe ist, ich liebe dich, Kim. Und ich danke dir für die Ehre der Liebe. Und so wie du mich liebst, so will ich sie immer lieben. Und ich danke dir, dass du mich dazu befähigst. So wie du mich als deinen Sohn liebst, so will ich meinen Sohn lieben. So wie du mich als deinen Sohn liebst, so will ich meine Tochter lieben. Gott, ich gebe mich dir hin. Du bist mein Lehrer. Jesus, ich will keinen anderen Lehrer haben. Sehe ich etwas in deinem Leben, so will ich es in meinem haben. Ich bin ein großes Ja. Erforsche mein Herz, Gott. Erforsche es, Vater, ich bin ein großes Ja. Wenn ich zur Arbeit gehe, will ich, dass Menschen sehen, wer du in mir bist, ohne dass ich es versuche, ohne mich zu mühen. Ich will nicht ein Megafon benutzen müssen. Ich will nicht ein christliches T-Shirt tragen müssen. Ich will, dass sie durch mein Leben sehen. Wirke in mir. Ich gebe mich dir hin. Ich danke dir, Herr. Du nimmst Streitigkeiten aus mir heraus. Das Gefühl, Recht haben zu müssen, nimmst du raus. Ich lege es alles hin. Wenn es nicht erbauend ist, wenn es nicht profitabel ist, dann will ich es nicht in meinem Leben haben. Wenn es nicht Leben bringt, ein Leben bewegt und Leben verleiht, dann will ich es nicht in mir haben. Ich gebe mich dir hin. Lehre mich, was es bedeutet, ein Mann Gottes zu sein und lass mein Leben Einfluss haben. Lass sie dich ein bisschen besser kennenlernen, weil sie mich getroffen haben. Lass sie dich ein bisschen besser kennenlernen, weil sie neben mir gearbeitet haben. Heiliger Geist, befähige mich. Lass sie dich ein bisschen besser kennenlernen, weil sie mich getroffen haben. Mann, ich will alles leben, wofür du bezahlt hast. Und ich will nicht mehr haben, was mir die Welt an Weisheit beigebracht hat. Ich möchte brandneu sein, eine neue Kreatur, neue Sinne, ein neuer Weg, einen neuen Grund. Danke, dass du mich immer liebst. Danke, dass du so geduldig bist. Danke, dass ich nicht einen Schritt davon entfernt bin, dein Herz zu brechen. Denn du bist einfach nur mein Vater. Mein Verlangen ist es, dich nie zu verfehlen. Sogar in Schwachheit machst du mich stark und ich setze nicht auf Schwachheit. Heute sagt der Schwache, ich bin stark. Du bist die Stärke meines Lebens. Bist du nicht für mich gestorben? Hast du mich nicht aus der Sünde gezogen? Hast du mich nicht aus der Dunkelheit errettet?
Garantiert ermächtigst du mich nun, im Licht zu sein. Garantiert rettest du mich vor dem Zorn durch den einen, der lebt. Danke für mehr als genug Gnade in meinem Leben. Du hast all meine fleischlichen Entschuldigungen weggenommen. Du hast allen die Schuld genommen und hast mir das Recht gegeben, einfach nur dein zu sein. Ich gebe mich dir hin. Durch dich findet große Veränderung in mir statt, weil du mich liebst. Und deine Liebe wird niemals aufhören. Ich möchte, dass ihr ihm jetzt dankt, dass er euch liebt. Heißt den Heiligen Geist willkommen, dass er euer Lehrer ist und derjenige ist, der Christus in euch formt, derjenige, der euch überführt und in aller Wahrheit lenkt. Sprich mit ihm. Denk nicht, dass du etwas tun musst, damit er kommen möchte. Er wollte schon immer kommen. Du sagst, ja, aber du kennst meine Situation nicht. Ich rede nicht von deiner Situation. Ich rede jetzt gerade von deinem Herzen. Heißt jetzt den Heiligen Geist willkommen. Wenn es euch ernst ist und ihr es wollt, dann lasst den Heiligen Geist wissen, dass ihr wollt, dass er euch in aller Wahrheit führt und leitet. Damit, wenn du irgendetwas außerhalb seiner Wahrheit denkst, er dich darauf aufmerksam macht und dir eine Chance gibt, das zu verbessern. Dass er dir die Wahrheit ständig vor Augen hält, damit du immer das Privileg hast, damit gut zu laufen. Fangt an und seid jetzt mutig. Erzählt ihm, dass ihr in Liebe vervollkommnet werden wollt. Ihr wollt zur Liebe gemacht werden. Ihr betet nicht für Geduld und dann sagt ihr, sei vorsichtig, wenn du bittest, wird es Gott dir geben. Nein, Liebe ist geduldig. Du willst das Gesamtpaket haben. Du willst zur Liebe werden. Liebe ist geduldig. Sagt ihm einfach, ich will die Liebe für andere werden, die du für mich bist. Es ist so wichtig zu glauben, dass dir jetzt vergeben ist. Vater, du vergibst mir alles, was ich je getan habe. Wenn du mir alles vergeben hast, was ich je getan habe, wer bin ich dann, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen für etwas, das mich verletzt hat, sodass ich mein Herz verschlossen habe? Herr, mir reicht es, wie ein Mensch ohne dich zu leben. Ich lebe wie ein Mensch besessen von dir. Und ich werde sie lieben, genauso wie du mich liebst. Und ich werde ihnen den Raum und die Möglichkeit geben, sich zu verändern, genauso wie du mir all die Jahre den Raum zur Veränderung gegeben hast. Ich ehre dich. Und ich will das mit mehr als nur mit meinen Worten tun. Ich ehre dich mit meinem Leben und ich danke dir für die Gnade, die mich befähigt. Leute, glaub diese Sachen. Danke ihm, dass er dich liebt. Danke ihm, dass er dir vergibt. Und danke ihm, dass der Heilige Geist da und bereit ist, dich in aller Wahrheit zu führen. Lass jetzt deine Rechte los. Jedes Recht, das ich durch Adam übernommen habe, sie sagte, er sagte, Auge um Auge, ich hätte ja nicht, wenn der nicht. Ich werfe das alles weg. Das hat nie etwas Gutes hervorgebracht. Alles, was es je gebracht hat, war, dass es mich gerechtfertigt hat, weniger als du zu sein. Ich bin durch mit dieser Sprache. Ich bin durch mit Rechtfertigungen und Genauigkeit. Ich bin durch mit Menschenrechten. Mein Leben wird keine Talkshow sein. Mein Leben wird dich offenbaren. Danke, dass du mich lehrst und in der Wahrheit führst. Vater, ich danke dir für dieses Haus. Ich danke dir für jeden hier. Ich danke dir für jede Ermutigung. Ich danke dir für die Zunahme der Erkenntnis von dir und das Wissen vom Kopf zum Herzen. Eine Beziehungssache, dass Menschen mit dir sein würden, dass sie die Schönheit dessen, wer du bist, annehmen und alles, was sie hervorbringen, genauso aussieht wie du. Lass Menschen schauen, wie in der Apostelgeschichte, als sie sagten, wow, sie waren bei ihm. Ich danke dir, Herr, das tust du in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Leute, so kann das immer sein. Da könnt ihr immer bleiben. Ihr müsst Gott nicht zu einem Termin machen. Ihr müsst ihn nicht nur für eine Stunde am Tag treffen. Er lebt in euch. Redet mit ihm, habt mit ihm Gemeinschaft. Bringt euch bei, ihn kennenzulernen, indem ihr bei ihm seid. Gestern habe ich diesen jungen Mann mitgenommen. Ich sagte, wir werden nicht 50 Meilen fahren und uns nicht unterhalten. Wisst ihr, was schön ist? Seinen Namen habe ich mir noch nicht wirklich gemerkt. Ich kann mich nicht mal erinnern, ob ich ihn überhaupt gefragt habe. Kann sein, dass er es mir erzählt hat, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Aber schaut, wenn wir 7 Tage lang hintereinander zusammen 50 Meilen fahren würden
und würden so einfach für eine Woche Zeit zusammen verbringen. Und du würdest dann nach 7 Tagen seinen Namen erwähnen. Dann könnte ich von Herzen sagen, oh ja, ich kenne ihn. Warum? Weil ich mit ihm Zeit verbracht habe. Du kennst Jesus nicht, weil du in der Kinderstunde warst. Du kennst Jesus auch nicht, weil du eines Tages zu einem Altaraufruf gegangen bist. Du kennst Jesus, weil du bei ihm warst. Nichts in deinem ganzen Leben lässt sich mit der Fähigkeit vergleichen, bei ihm zu sein. Die Gnade, bei ihm zu sein, ist von Gott gegeben. Nichts kann damit verglichen werden. Heilung ist wunderbar. Ein Wort der Erkenntnis zu bekommen, macht Spaß. Ich verspreche dir, dass das erblasst, wenn es darum geht, bei ihm zu sein. Sei bei ihm. Amen. Amen. Ich liebe euch. Ich bin fertig.